Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum neuen Grand Cross Video. Heute mit einem PvP-Video. Auch lange, beziehungsweise fast, glaube ich, das erste Mal auf meinem Kanal, Leute. Ich habe es nämlich mittlerweile geschafft, in die Top 100 zu kommen, Leute, auf der globalen Rangliste. Letzte Woche Platz 71. Und jetzt geht es darum, in der PvP-Season 2 drei Wochen in Folge in die Top 100 zu kommen. Und dementsprechend zeige ich euch heute ein paar Ausschnitte aus den Fights und mit meinem Lieblingsteam. Ich hoffe, es gefällt euch. Wichtig, Info in einer Sache. Heute ab 19 Uhr, ja, an einem Sonntag, streame ich Genshin Impact. Wer Bock hat, seid gern dabei. Ab 21 Uhr ist auch so ein Co-op-Stream, ein bisschen mit Sonnius geplant. Aber bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. Habe auf jeden Fall mega Bock, Leute. Genshin Impact, die Sucht kickt rein. Aber Grand Cross ist und bleibt pure Liebe. Deswegen wird auch weiterhin Content kommen und auch gestreamt werden. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Und let's go! Let's go. Man kennt ihn, knappes Ding, ey, geil. So. Dann schauen wir mal. Das ist eigentlich schon mal sehr, sehr strong vom Ding her. Ich gehe mal darauf. Ich hoffe, dass er keinen King-Stun hat. Weil mit Escanor könnte er meinen King one-shotten. Mit der aktuellen PvP-Rule. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ja. Oh, Bruder, mach nicht den. Er hat ihn. Ich wusste es. Ich wusste es. Unglaublich. Egal wie man sich entscheidet, man macht es falsch. Ja. Einfach auf das Beste jetzt hoffen. Bruder. Der Damage hat reingehauen. Ja. Jetzt kommt es auf die Karten drauf an. Er könnte aber gutes Glück haben. Okay, dann killt er wahrscheinlich meinen King jetzt. Yes. Okay, und Lost Aim, seine Ult kommt durch. Perfekt. Sicherer Sieg, Leute. Jetzt kriegen wir auch noch Gopher Ult, weil Combine durch die beiden Cards. Herrliches Ding. Gibt der vorher auf? Mal schauen. Let's go. Puh. Bruder. Und 6-6 von Gopher hinterher. Perfektes Ding. Also, Win is Win. Auf geht's. So, mal schauen. Ah, Mirror Matchup. Oh nein. Der Typ hat CC Food benutzt. Aber könnte trotzdem gut sein für uns. Kommt drauf an, was er jetzt macht. Wir haben technically die Stunts alle ready. Ja, Kings Ult haben wir garantiert. Oh nein, nein, nein. Puh. Die Rule aktuell. Oh mein Gott. Bitte eine Card. Nein. Ja gut. Das war's dann, denke ich mal, komplett jetzt an der Stelle. Es hätte so schön laufen können. Oh Mann. Ne, das war's. Diese Rule mit 70% Single Target. 50%. Ach, so ein Ding ist das. Mann, Mann, Mann. Ja, er hatte zwei Cards von ihm noch auf der Hand. Puh. Ja, und jetzt kommen seine Dreier-Cards hinterher. Null Chance. Ja gut. Top 100. Willkommen. Man kennt ihn. So, diesmal auf CC Food gewechselt.
Mal gucken, wie es damit läuft. Ja, wow. Und jetzt kriege ich einen, da hätte ich es auch ohne geschafft. Man kennt ihn. So, trotzdem, Go for Ult wird gerusht. Das ist ganz geil, weil man kriegt trotzdem immer noch eine Ult garantiert hin. Auf wen gehen wir? Auf wen gehen wir? Gehen wir auf Elvi. Das sieht auch gut aus. Jo. Damit sollten wir safe zwei Leute killen. Esko noch hundertprozentig. Vielleicht noch Lydia. Geht auf King, ne? Ja. Eskenor kann King mit dieser Rune einfach so komplett. Was macht die da? Okay. Kann man so machen. Muss man jetzt allerdings auch nicht, ne? Come on, come on. Kritte. Oh, wäre nice gewesen. Aber never mind. Ich bin immer noch auf letzte Woche gepolt, wo man 70% mehr Crit-Damage hatte. Das war auch die beste Rule überhaupt. Beste Rule ever. So. Was macht er jetzt, wenn er King killt? Was er mit den Chars eigentlich nicht hinkriegt? Hätten wir LV Ult. Okay. Das war absolut ein Fehler. Let's go, let's go. Mal sehen, ob ihn killt. Mit 50% mehr. Das ist schon saftig, der Damage. Ho! Und fast den nächsten hinterher. Ja, moin. Also diese Woche echt 50% Single-Target. Ich habe auch Mono-Red-Team ausprobiert. Auch richtig strong. Eskanor zerstört halt jeden. One-Hit. Aber sehr, sehr anfällig. Wenn man halt seine Immunity mit einem Dreier-Buff nicht drauf kriegt, ist wack, meines Erachtens nach. Absolut wack. Das war's. Nächster Win, let's go. Okay. 200 KCC. Ist das ein Bot oder nicht? Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so aus. Ich kann das nie erkennen. Eigentlich echt traurig so vom Ding her, aber ja. So. Er spielt auch auf Ult Rush Team. Jetzt bin ich mal gespannt. Macht der Clans von King? Und geht dann all in auf irgendeinen Char. Sieht so aus. Ja. Okay. Nee. Bruder. Einfach nein. Mehr Damage als ich erwartet habe, aber trotzdem alles easy. Komm. Gehen wir auf Nummer sicher. Sollte passen. Eskenor sollte auch fast tot sein. Ein bisschen mehr Damage und dann... Ja, aber guter Start für uns. Optimaler Start. Jetzt haben wir seine Ult. Sollte er ihn stunnen. Clans mit King. Easy going. Oder Ult Gouge wegnehmen mit Merlin, wenn er jetzt eine Karte bekommen hat. Nein, Bruder. Einfach nein. Dieser Moment, wenn der Gegner ankommt. Einfach den gemacht. Huh. Was denn da? Plötzlich ist er instant. Bruder, war wohl nix. Easy go. Der ist dead. Perfekto Reno. Da hat er keinen Stich gesehen. Endlich gibt mal einer auf. Das ist
der Endscreen, den wir sehen wollen, Leute. So, Leute, am Ende stelle ich euch nochmal kurz das Team vor. Los Vengmilios, Gother, King und Merlin. Also basically ein Ult-Rush-Team, was ich allerdings mittlerweile, ihr habt es gesehen, mehr mit CC-Food spiele, wo man dann eine Ult rushen kann, aber trotzdem mehr CC als der Gegner hat. Trotzdem immer noch sehr, sehr nice. Ich feiere das. Absolute MVP ist natürlich Los Vengmilios mit über 15.000 Attack und absoluter Favorite in diesem Game von mir. Bisher lief es ganz gut. Wir haben eine Winrate von 83,72%. Müsste auch beibehalten werden, weil das reicht so ungefähr, würde ich nach meinen Berechnungen persönlich für die Top 100 reichen. Bin mal gespannt, wie es laufen wird. Aber das ist auf jeden Fall das Team, mit dem ich auch weiterkämpfen werde. Ich habe noch 47 Fights vor mir. Das ist unglaublich viel. Ich habe es diese Woche echt verplant, ein bisschen mehr PvP zu spielen. Weil Genshin Impact Sucht kickt rein. Ja, sei es drum. Schaffen wir noch mit Friend Points ein paar Dias aufladen, sollte ich das heute noch durchziehen, die vollen 100 Fights. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen und entspannten Restsonntag. Schaut heute Abend im Streams vorbei, Leute. Genshin Impact wird gesuchtet, mit Sonnen ist dann auch am Start, Leute. Also, see you next time.